Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Lübu mit World Betrayed. Tja, ich wurde gerade eben tatsächlich von der Spielmechanik betrogen. Das ist der zweite Versuch, wo ich das hier versuche aufzunehmen, denn wir werden hier gleich in Dong attackiert werden. Das ist jetzt tatsächlich nicht allzu krass neuer kranker Scheiß, denn wir wissen ja, was hier los ist. Aber es ist tatsächlich bedenklich, denn ich war gerade eben belagert und war nicht dazu in der Lage, den Belagerer anzugreifen von der Stadt aus, obwohl wir hier ziemlich tough aufgestellt sind, wie ihr sehen könnt. Ne? Also kurzum, ich habe einen Bug gefunden, sogar einen komplett game-breaking Bug, wenn man das Ganze auf legendär spielt, weil nur auf legendär ist das wirklich scheiße. Denn weil das ja unsere Hauptstadt ist, werden wir hier gleich wieder fetten Minus machen. Und ja, dann kann man den Turn nicht mehr beenden, weil das Spiel dann der Meinung ist, hey, du musst irgendwie zuschauen, dass du die minus 4000 pro Runde ausgleichst, sonst darfst du die Runde nicht beenden. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das dann trotzdem zu beenden. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist halt irgendwie so. Also, dass ich es halt... Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber ich kenne sie schlicht und ergreifend nicht. Und das ist ein riesiges Problem. Also, das heißt, ich konnte die Stadt nicht befreien. Mal schauen, ob es jetzt auch wieder so sein wird. Obwohl es ohne Probleme gehen müsste, aufgrund der Situation, dass wir ja Nachtkämpfe haben. Ja, okay, sie stehen jetzt wieder so, wie es funktioniert hat. Und ich habe dann halt nochmal einen zweiten Versuch gehabt, wo es dann geklappt hatte. Da stand auch Yuan Shao hier. Beim letzten Mal stand Yuan Shao hier und dann ging das nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte tatsächlich da dann nicht raus. So. Ich wollte euch das bloß gerade eben gesagt haben. Na, ihr seht da, ich kann jetzt den Turn nicht beenden. Bankrott bei ausstehenden Ausgaben. Umschalt-Eingabe, wenn man das macht, kommt halt das da. Und ich muss den Scheiß jetzt halt hier irgendwie verhandeln, aber das geht natürlich nicht. Alles, was jetzt geht, ist das hier angreifen. Aber bei meinem ersten Versuch, ich habe tatsächlich ein Video dazu, das ich an CA geschickt habe, das braucht ihr nicht sehen. Da konnte ich nichts angreifen, gar nichts. Und das fand ich erschreckend. So, jetzt machen wir erstmal hier einen schicken Nachtkampf. Und sorgen dafür, dass der Kollege jetzt erstmal hier weg ist. Das spielen wir auch schnell selbst. Ich speichere das jetzt hier auch einfach aus Hoffnungsgründen. Einfach aus Hoffnungsgründen, nennen wir es mal so. Der Siegeswind weht zu unseren Gunsten. Sehr gut. Eine Räuberbande vor uns. Nichts weiter. Ja, ja, wenn du das sagst. Also ich bin ja schon froh, dass ich jetzt hier tatsächlich diese Schlacht schlagen darf. Ich war gerade eben am Anfang. Echt. Jetzt, Freunde, holen wir gemeinsam den Sieg. Ich war gerade eben echt mega irritiert. Das ist auch etwas, was echt nicht passieren darf. Oh mein Gott. So, wir bekommen jetzt da hinten die Verstärkung. Dann bauen wir jetzt erstmal hier unsere Verteidigungslinie nochmal auf. Ich mache das auch dieses Mal tatsächlich wieder eher so. Relativ lapidar. So, Freunde. Ihr geht dahin. Lauft nicht zurück. Achtung, Speerträger! Aufpassen! Aufgepasst, Speerträger! Ihr geht jetzt hier als Nummer 5 durch. Nummer 6. Achtung, Krieger! Und Nummer 7. Achtung, Kavallerie! Bereit machen! Passt so. Okay, Gefecht starten. Die eigentliche Streitmacht kommt ja jetzt von hinten. Verstärkung kommt. So, wir müssen uns ja bloß hier immer wieder rausboxen. Das ist das gesamte Geheimnis. Das hier wird die Nummer 2. 2, 2, 2. Bereit machen! Hüter des Himmels! 1. Zu Nummer 1 hinzu, zu Nummer 1 hinzu, zu Nummer 1 hinzu. Zu Nummer 2 hinzu. Okay, Nummer 2 dahin. Nummer 1 dahin, wobei ihr eher noch zu Nummer 3 gehört, weil ihr seid Kavallerie. Mach es euch hier alle zu Nummer 3 rein. Okay. We did it. Ihr geht hier hin, da kommt auch schon der Feind. Nummer 1 muss ja auch noch herkommen, habe ich völlig vergessen.
Und jetzt dürfte der Gegner eigentlich keine Chance mehr haben. Vielleicht löschen wir jetzt auch endlich mal diesen Verein aus. Fände ich ja persönlich schon mal sehr, sehr schön. Hör mal die Geschwindigkeit. Noch sind sie nicht da. Aber sie kommen. Unser Sieg rückt immer näher. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Pfeile eingespannt. Es ist soweit. Pfeile. Geschosse abfeuern. Nee, das mache ich nicht. Achtung, Krieger. Verhalt euch. Go, go, go. Die ziehen sich hier wieder zurück. Jetzt haben sie gemerkt, das ist eine blöde Idee, weil wir jetzt schon da sind. Auf Befehl! Nicht nachlassen! Mhm. Schnell ausrücken! Achtung! Im Eiltempo! Bereit, der Kampf beginnt. Antreten! Ich möchte das nicht. Eure Fehler sind offensichtlich! Euer Tod wird mir eine Freude sein. Los, los, los. So, Attacke. Antreten, Schwertkämpfer. Ja, die Kavallerie hat so natürlich jetzt keine Chance mehr. Die ist jetzt komplett eingesperrt. Und ich lasse jetzt hier einfach die kämpfen, ne? Die Krieger fliehen. Lol, die Feige nehmen das ein. Ja, jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's lächerlich. Die nehmen mir meinen Turm ein. Mach die Heldin da tot. Los, los, los. Die braucht keiner. Jetzt erhoben wir das jetzt zurück. So, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Und jetzt feuern die da drauf, was das Zeug hält. Ihr Turm ist in unserer Hand. Das ist nicht ihr Turm, das ist unser Turm. Ja, die ist de facto down. Dass die halt immer noch kämpfen, finde ich die große Frechheit. Bereit machen! Antritt! Haltet euch bereit! Waffnet euch! Jetzt müsst ihr den hier noch wegboxen, weil der irgendwie kein Einsehen hat, der Junge. Bereit machen! Im Laufschritt! Und jetzt hat er ein Einsehen. Okay, hier wieder sammeln. Ich lasse es mal gut sein hier. Soll mir recht sein. Infanterie aufstellen. Und allesamt feuern jetzt hier. Okay. Ach, da hat es noch Kavallerie, die ihr gemeint hat, sie müsste rumrandalieren. Ich habe es nicht mal bemerkt. So schlecht waren die. Okay, Moment. Ich lasse die jetzt hier noch schießen. Ja, das soll mir reichen. Entscheidender Sieg. Hauptsache, ich habe es jetzt gerade eben geschafft, ey. Das war unwitzig. Also ich habe gerade eben echt schon Sorge gehabt, ich kann das Let's Play nicht weitermachen. Das sind halt so Situationen, die kommen halt, glaube ich, echt selten vor. Und werden halt auch in der Regel nicht getestet, ne? Deine Hauptstadt under Siege und dann auch noch mit mehreren Armeen drumherum. Aus irgendeinem Grund blocken die sich gegenseitig. I don't know. Hier hole ich mir Geld. Vereint sie mit ihrer Sippe. Hier hole ich mir nochmal Nachschub. Los jetzt! So. Jetzt geht's hier weiter. Ich treffe immer. Ich mache halt immer noch Minus. Es macht keinen Sinn, dass ich Minus mache. Zerstört Korruption. Es macht einfach keinen Sinn. Als Einheit aufstellen, entschlossen. Warum darbe ich denn noch? Das Spiel ruled einfach, dass ich immer noch Minus mache. Ne? Letzte Runde hatten wir noch Plus. Und jetzt ruled das Spiel einfach, wir machen Minus, obwohl wir eigentlich kein immer Minus machen. Jetzt. Deswegen bekommen wir jetzt nochmal eine Runde Verschleiß, obwohl wir ihn nicht bekommen dürften. Ich habe ja Geld. Das macht so keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, der hat ja hier noch eine Siedlung. Nee, hat er nicht. Ich muss auf jeden Fall den da jetzt hier irgendwie erwischen. Und jetzt gucke ich, ob ich in der Diplomatie die Sache nochmal hinbekomme.
irgendetwas an irgendwen verkaufen. Der hat kein Geld. Lehrgeld, sehr schwach. Der hat gleich viel Geld wie wir. Gleich. Okay, schnelles Abkommen. Ich guck mal bei Frieden. Leicht. Nicht-Angriffspakt. Gucken wir mal, ob der mit mir redet. Fasst euch kurz. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Ich mache ja einen Arsch voll Nahrung, ne? Das ist der Punkt. Aber er halt auch. Was ist, wenn ich ihm jetzt Nahrung anbiete? Interessiert ihn null. Ich muss irgendjemanden finden, der dringend Nahrung braucht. Sehr schwach. Arm. Wir glaubten euch tot. Guck ich mal, was ist, wenn ich dem jetzt hier 5 Nahrung anbiete? Machen wir 2,3. Ich möchte regelmäßige Zahlungen. Ich muss das irgendwie jetzt ausgleichen, das Problem. So scheiße wenig. Das ist so scheiße wenig. Hongrong ist auch arm, was Nahrung angeht. Ich bin nicht in der Stimmung. Keiner von denen will mir irgendwie auch nur ansatzweise Nahrung abkaufen. Sehr schwach. Bringt es hinter euch. Oh, dem ist das schon mal wichtiger. Das finde ich gut. So, hier 4, vielleicht sogar 5. Mach mal regelmäßige Zahlungen. Bitten. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, früher hat man noch mal ein bisschen Geld gekriegt für den ganzen Kram. Lubao. Sehr schwach. Was ist euer Begehr? Handel. Regelmäßige. Erstmal Nahrung anbieten. Machen wir erstmal 5. Und jetzt bitte ich um regelmäßige Zahlung. Na also. Jetzt wird es langsam aber sicher mal so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man muss nur suchen, dann findet man auch. Jupp. Euer Angebot ehrt uns. So, wie stehe ich jetzt? Das mache ich immer noch minus 11. Das heißt aber, das kann man jetzt noch ausgleichen. Das Königreich Liang, mit dem ich interessanterweise nicht im Krieg bin, den biete ich jetzt auch mal 5 Nahrung. Nein, ich will euch 5 Nahrung bieten. Und dann bitte ich auch noch um regelmäßige Zahlung. Der macht das nicht, okay. Dann Zhang Yan. Wählt eure Worte mit Bedacht. Der will keinen Frieden, der ist stinkig. Das Kaiserreich, das ist ja mein Vasall. Hoffe ich mal, dass da was geht. Regelmäßige Zahlung bitten. Nee, das können die nicht, die haben zu wenig Kohle. Guangzhou. Willkommen, lasst uns reden. Der bietet wieder mehr. Na komm schon. Benef. Regelmäßige Zahlungen. Geht nicht, der hat überhaupt kein Einkommen mehr, so wie es aussieht. Guangxi. Ja, ja, sprecht. Die wollen auch keinen Frieden. Ich muss einen finden, mit dem ich nicht im Krieg bin. Nun, bringen wir es hinter uns. Was zugegebenermaßen bringt es hinter euch. Schwierig wird. Wählt eure Worte mit Bedacht. Der wird auch nicht viel zahlen. Nee. Würde der 11 machen? Nee, auf gar keinen Fall. Dem ist es schon zuwider, dass er mir überhaupt Geld geben sollte. Mag der mich eigentlich nicht? Was ist euer Begehr? Nicht wirklich arg. Handeln mit Nahrung. Das könnte wieder was werden. Der braucht es anscheinend dringend. Bitten? Jawohl, da kriege ich wieder mehr her. Ich muss ja bloß diesen Quatsch jetzt hier irgendwie in den Griff bekommen. So, warte mal, jetzt machen wir mal 100. 105. Das ist ihm schon zu viel. 4. 104. So. Wir nehmen diese gütige Beigabe an. So, das hat jetzt schon mal hingehauen. Das wird kurz. Er will kein Vasall werden.
Krieg auch nicht. Königreich Shu sollten Unterstützung anbieten. Das Kaiserreich erklärt Bündnis des göttlichen Bündnis der göttlichen Fäden. Muss man nicht verstehen, oder? Egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Plus-Einkommen. Mach aber trotzdem immer noch Minus. Das ist so ein dämliches System. Das ist so ein scheißblödes System. Oh Gott, ey. Jetzt beende ich halt meinen Turn. Verzweifelt, wie ich bin. Der wird mich jetzt hier wieder belagern. Seht ihr? Das ist einfach nur rumtrollen, was hier passiert. Das ist einfach nur blöd rumtrollen. Was wir hier erleben. Turn für Turn werden wir hier getrollt. Diese Macht dient dem Volk. Jede Runde der gleiche Scheiß. Also das macht mich gerade eben schon wirklich stinkig, wie das System hier funktioniert. Oh, Krankheit. Eine Krankheit verbreitet sich im Herd, aber dahinter steckt keine Seuche, sondern ein Gift. Wir wurden hier, so wie es aussieht, vergiftet. Das kommt jetzt noch oben drauf. Zurück auf Ausgangsposition. Macht euch bereit. Okay, jetzt habe ich die Armee immerhin schon mal hier. Sie hat ein Level Up. Kann ich da jetzt noch machen? Autorität, weniger Gebäude unterhalten, mehr Sichtlinie. Jemand followt, herzlich willkommen. Der Geschwindigkeit von Angriffen. Ja, die würden halt schneller zuschlagen. Hat zwei Skills mit Unerschütterlichkeit? Das ist mal spannend. 25% Chance auf einen Hinterhalt zu entgehen. Waldstrafen ignorieren. Mehr Anfangsrang von Rekruten. Nachtkämpfe. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, wir hatten noch keine Nachtkämpfe. Okay, dann haben wir sie jetzt. Bringt halt Feuerpfeile, aber ist mir egal. Mir geht's hauptsächlich um die Nachtkämpfe, dass ich die hier habe. So. Lasst eure Frustration aus. Nachtkampf. Angeblich wird das eine glorreiche Niederlage. Ich gucke mir mal seine Einheiten an. Was hat er denn da? Verteidiger von Hebei? Hebei, ja, dann haben wir nochmal Verteidiger von Hebei. Die haben halt gute Rüstung. Ja, der hat schon gute Einheiten. Das darf man echt nicht ignorieren. Ja, aber ich kann es halt auch nicht warten, ne? Also das ist halt das Problem. Ich mache 5000 gerade eben Minus pro Turn. Das ist überhaupt keine Option. Ich finde es übrigens auch interessant, dass selbst die Helden Lebenspunkte verlieren. Das macht die Sache noch ein bisschen lächerlicher. Noch mehr Nachtkämpfe. Der mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. Im Moment, wenn du halt einfach keine Wahl hast. Moral ermöglicht Schrecken. Mehr Armeen. Nee, mehr Armeen brauche ich nicht. Guerilla-Aufstellung. Nee, ich mach den Schrecken. Der bringt mir, glaube ich, mehr. Das hier bringt nochmal Entschlossenheit. Was ist das hier? Wissen und Instinkt. Besser so eine Waffe als gar keine Waffe. Reckt euch immer Richtung Himmel. Also gut, Nachtkampf. Was soll man denn machen? Es ist einfach nur eine Pest, was wir gerade erleben. Es gibt Arbeit zu tun. Der Himmel sei Zeuge. Bleibt guter Dinge. Wir werden siegen. Und Trommelwirbel. Jetzt, Freunde, holen wir gemeinsam den Sieg. Blubber, blubber. So, da vorne stehen sie rum. Unsere Verstärkung kommt von dort hinten. Sag mal. Von viel weiter hinten konnten sie aber auch nicht kommen lassen, oder? Also das ist ja echt hardcore jetzt hier gerade eben.
Das ist ja mal echt hardcore. Immerhin kann ich mich hier verstecken. Hebt die Speere! Bereit machen! Haltet euch bereit! Achtung, Speerträger! Okay. Wir haben jetzt hier noch ein paar Möglichkeiten. Einmal so hin. Einmal so hin. Wow. Dann machen wir das wie beim letzten Mal. Feuer hier und Feuer da. Speere zur Hand! Aufpassen! Die Kavallerie gehört da nicht hin. Kommt in die Nummer 3. Und ihr bleibt hier einfach alle versteckt. Die Türme habe ich noch nicht gesetzt. Die will ich tendenziell eher weiter hinten dieses Mal haben. Nicht, dass sie schon wieder erobert werden. Dinge, die mir tierisch auf den Sack gehen würden. Okay, Gefecht starten. Endlich. Die müssen uns jetzt halt erstmal suchen und finden, ne? So, schön hierher kommen. Schön daherkommen. Bereit! Bereit machen! Einen nach dem anderen. Hüter des Himmels! Beschützer der Erde! So, next please. Marschiert schnell! Vereint euch! Vereilung! Man sieht, wie sie suchen, ne? Go, 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 go. Quasi 50-50 Situation jetzt hergestellt. Achtung! Position halten! Auf meinen Befehl! Es ist soweit! Da oben kommen sie jetzt angegammelt. Das Doofe ist halt, ich würde liebend gerne in dieser Position hier kämpfen. Das ist gar keine beschissene Position. Ich hab da unten die ganzen Türme. Moment. Ich hab eine Idee. Kommt mal alle hierher. Wir bleiben tatsächlich hier. Wir bleiben tatsächlich hier. Lass das da unten einfach mal sein. Sollen die doch da uns jetzt erstmal suchen, ist mir egal. Diese Position hier ist superior. Achtung, Krieger! Im die Nummer 3 mache ich zur Nummer 4. Und stell sie jetzt erstmal hier auf. So, ihr Männer geht dahin. Los, los! Beeilt euch! Hüter des Himmels! Es ist soweit! Ihr geht dahin und ihr geht dahin. Das könnte eine Weile dauern, Leute, bis sie uns gefunden haben. Ich glaube, gesehen haben sie uns ja schon. Deswegen kommen sie jetzt auch. So, du noch dahin. Ich will die Bogenschützen so aufstellen, dass sie mehrere Feuerwinkel haben. Jetzt werfen wir hier den Kram einmal dahin. Und einmal dahin.
Einmal da hinten hin. Und einmal dahin. Geht es einzig und allein darum, dass die jetzt hier nicht so weit ohne weiteres durchlaufen können. Keine Sorge, sie werden uns finden. Und es dann hoffentlich bereuen, uns gefunden zu haben. Sollte ich hier noch was hinmachen? Weil da kommen sie ja auch noch an. Dass hier diese Position nicht überrannt wird. Oh, werf da hin. Habt ihr jetzt? So, warum habt ihr denn da hingeschmissen? Also ohne Witz. Also manchmal möchte ich meine eigenen Einheiten einfach nur schlagen. Und verdient hätten sie es. Ihr habt genau gesehen, wo ich hingeklickt habe und die schmeißen es dahin. Ah, geht schon los. Bereit machen. Sie haben uns gefunden. Waffnet euch! Lauft! Geht dahin. Sterbt wohl! Wart ihr das? Ich hab da so ein Jaulen gehört. Aufpassen! Es geht los. Hüter des Himmels! Im Eiltempo! Sperre! Bereit! Vergesst Ehre! Seid entschlossen! Vergessen wir die Ehre, sind wir wie der Feind! Ist da drüben hin. Formieren! Die Generalin braucht Hilfe! Schießt! Moment, ich muss kurz mal Pause machen. Das ist nicht so, wie ich das will. 1, 2, 3, 4... 5, ihr macht jetzt hier die Nummer 3. Genau, die Nummer 3 schießt auf die da, die Nummer 2 schießt auf die da. Jetzt können wir normal spielen. Es ist soweit! Explosionspfeile hauen nämlich jetzt hier gut rein. Aber wie können der da durchlurken? Wisst ihr, da ist keine Bewegungszone, aber der kommt da durch, der Penner. Wie sie rennen! Feige! Ablehnen. Da rennen schon die Ersten. Waffnet euch! Spaß mit Engstellen. Oh ja, Spaß mit Engstellen. Unfassbar! Ihr könnt reden und kämpfen. Oh Gott, jetzt sind wir leider selber im Feuer drin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, die wollen nicht mehr nach dieser Explosionsnummer hier. Wie das wohl zustande kommt, ja, ja, ho. Oh, da ist Juan Schau mit dabei. Bringt ihn um. Mhm. Das ist gut, dass du das bist. So, machen wir die Moral von ihm runter. Ja, der ist eh unerschütterlich, der Dödel. Abschuss! Die Männer brauchen Munition! Ein paar von denen haben sich wieder gesammelt. Ich bin der Meinung, dass wir das jetzt hier eventuell ausnutzen können. Ah, da kamen sie jetzt auch noch von der Seite. Dann machen wir sie jetzt hier fertig. Indem wir sie jetzt hier einkesseln. Es ist soweit! Juan Chao ist down. Jetzt könnt ihr euch um den da kümmern. Den Männern fehlt Munition. Zieht eure Waffen. Wir haben noch ein bisschen Muni. Was soll denn das? Ich möchte da hinten hinschießen. Schießt! Pfeile eingespannt! Im Laufschritt! Haltet euch bereit! In den Kampf!
Hier geht noch schnell da ein. Die Kavallerie schicke ich jetzt darüber. Und jetzt machen wir sie endlich fertig hier. Ach Gott, einer meiner Generäle flieht. Warum denn? Bereit machen! Achtung! Nicht nachlassen! Elite-Krieger! Ach ja, dann halt so rum. Die wollen jetzt hier nicht mehr. Was macht ihr denn da? Bleibt doch mal da stehen. Der flieht, okay, du bleibst schon hier. Ich habe das Gefühl, sie fliehen hier endgültig. So viel dazu. War, glaube ich, am Ende besser, diese Engstelle hier zu wählen, wo die Gegner einfach alle auf einem Haufen rumsitzen mussten. Ist nur so ein Gefühl. Könnte gut gewesen sein. So. Ich versuche jetzt hier noch niederzureiten, was man niederreiten kann. Leider kann man ja nicht alles niederreiten. Und das ist dann im Grunde ja auch schon das Ende der Folge. Also wir hatten jetzt hier mal interessante... Ich hoffe, die sterben da jetzt nicht. Nee, tun sie nicht, okay. Wir hatten heute mal interessante Bugs, sage ich jetzt mal. Hochinteressante Bugs. Aber wir haben gerade eben gesehen, wie mächtig diese Verteidiger der Erde sind, ne? Also an Engstellen, wenn die Pfeile da explodierend runterkommen, der absolute Burner. Was Geileres gibt's eigentlich nicht. Muss man sagen. Ach nee, ihr macht hier noch weiter, seid noch gar nicht fertig. So, die haben wir. Das könnt ihr da noch weitermachen. Die hier, ja, das, wir haben leider sehr, sehr wenige. Die jetzt hier gerade eben versuchen niederzuzeigen, deswegen dauert es jetzt auch ein bisschen länger. Da müssen wir durch. Das hier läuft schon ein bisschen besser. Das heißt, kann man die auch noch angreifen. 46 Säbelmilizionäre. Versuche mein Glück da hinten. Aber ich glaube, die sind gleich runter. Also gefühlt machen die hier bei den Kriegern von Jö hier überhaupt nichts. Könnte aber auch sein, dass die Rüstung von denen zu gut ist. Probier's einfach weiterhin hier. Noch sind sie ja nicht runter vom Feld und sie werden auch die ganze Zeit immer wieder mal so ein bisschen davon weggetrieben. Ja, wobei jetzt so langsam aber sicher. Ne, er kommt noch ran, gut. Und jetzt mit dem Helden dürfte das auch ein bisschen mehr reinhauen. Hat eine Elite-Infanterie, ne? Wobei ihre Elite-Situation haben sie jetzt eigentlich mal nicht so wirklich bewiesen dieses Mal. So, jetzt haben wir genügend Reiter. Die mache ich bis zum letzten Mann weg. Haben wir es? Jawohl. Knapper Sieg, aber es soll mir recht sein. Hauptsache, ich habe das jetzt hier gewonnen. Der andere Teil des Gegners ist ja schon jetzt wieder über den gelben Fluss abgehauen. Und eurem Volk übel mitgespielt. Die Unterdrückung durch Furcht kann nicht von den Wurzeln bis zum Himmel. Wie sie alle durcheinander schreien, ne? Hier gönne ich jetzt mir wieder mal ein bisschen Nachschub. Wobei, ich könnte mir auch Geld gönnen. Ach, ich gönne mir jetzt mal Geld. Vereint sie mit ihrer Sippe. So. Yuan Shao ist tatsächlich tot. Wie es aussieht. Ne, er ist nur verwundet. Er ist lediglich verwundet. Aber ich habe jetzt nächste Runde die Armee hier. Das kann ich einfach nur hoffen, dass diese dämliche Belagerungsscheiße jetzt endgültig mal vorbei ist, meine Damen und Herren. Ne? Wir haben noch einen Level Up, den machen wir noch schnell zusammen. Einkommen aus Industrie, Verwaltung, Komturei. Nee, ich glaube, das ist ein... Ist das nicht ein General? Nee, das ist Charakter am Hof. Okay, doch. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, mach's gut. Tschüss und Ade.